Hallo liebe YouTuber und alle, die das neue Design total voll doof finden. Wir alle wissen, dass das neue Design jetzt nicht die Krönung der Schöpfung ist, aber leider müsst ihr damit leben, dass dieses Design nicht mehr verschwinden wird. Warum denke ich so? Nun, YouTube hat sich sehr viel Mühe damit gemacht, dieses Design zu entwerfen, sehr viel Arbeit reingesteckt, und wieso sollten sie jetzt das neue Design über den Haufen werfen und das alte wieder einführen, wenn das neue funktioniert? Vielleicht funktioniert es auch besser, weil in der Datenbank jetzt alles viel geordneter ist oder was weiß ich. Ich weiß es nicht genau, denn ich arbeite nicht für YouTube. Ich werde für dieses Video auch nicht bezahlt. Das klingt bereits so, als ob ich mich für das neue Design ausspreche. Und ja, ich spreche mich tatsächlich für das neue Design aus. Was bringt es großartig darüber zu schimpfen, wenn das alte Design sowieso nicht wiederkommt? Nun, wir müssen einfach mit dem leben, was wir hier haben. Wir dürfen auch nicht vergessen, YouTube ist nicht die Welt. Es gibt genügend Alternativen, wo man Videos hochladen kann. Natürlich, YouTube ist das Größte, YouTube ist das Bekannteste, aber trotzdem, es ist die Entscheidung von YouTube. Es ist nur eine Webseite, verdammt nochmal. Und wir müssen jetzt das Beste daraus machen, was uns YouTube bietet. Und mit dem neuen Design haben sie damit einen guten Anfang gemacht. Ich möchte euch zeigen, warum. Die erste Kritik, die am Anfang der neuen Beta kam, war der Verlust von Individualität und dass sich kein gutes Design erstellen lässt. Ich weiß nicht, wie es am Anfang aussah, doch heute lässt sich das durchaus realisieren. Schaut nur meinen Channel an. Es ist alles blau, man kann den Hintergrund sehen und es sieht ziemlich spacig aus, genauso wie ich es haben möchte. Das funktioniert auch ziemlich einfach und sehr individuell. Der Verlust von Individualität, den ich in keinster Weise nachvollziehen kann, denn dieses neue Design ist sehr einsteigerfreundlich, sofern man die einzelnen Punkte findet, und es lässt sich sehr viel verändern und relativ schnell verändern. Um im YouTube was zu ändern, geht einfach auf Hintergrund und Farbe und dann am besten erweiterte Optionen einblenden, falls ihr denn jetzt ein unglaublich individuelles Design haben wollt. Dort könnt ihr allgemein Schriftarten ändern, diverse Farben, ihr könnt auch die Wrapper-Transparenz ändern, falls ihr diesen Wrapper nicht haben wollt. Ein Wrapper ist das, was ihr hier zwischen diesen Fenstern seht. Das ist ungefähr 5 Pixel breit, lässt sich transparent machen oder auch gänzlich abschalten, indem ihr einfach die richtige Transparenz wählt oder auf keine geht. Ich denke, auf keine ist der richtige Weg. Auch lassen sich die Fenstertransparenten ganz allgemein verändern, zum Beispiel mit 50%, dadurch lassen sich Hintergrundbilder gut erkennen, selbst wenn ihr keine große Auflösung besitzen solltet. Insofern, ich finde das sehr schick und kann Kritik an Unindividualismus überhaupt nicht nachvollziehen, auch weil jeder 100% seine eigenen Farben wählen kann, wie ihr gesehen habt, einfach Hexcodes verwenden. Weiterhin gab es Kritik an der Ordnung von Uploads oder Playlisten. Nun, dann wird es euch freuen zu hören, dass sich das auch ändern lässt. Wenn ihr die Reihenfolge der Uploads verändern wollt, geht ihr einfach hier auf Uploads in diese Ansicht und klickt hier unten auf das klitzekleine Wörtchen, was kaum ein Mensch sieht, Anordnen. Dann findet ihr hier diese Felder und könnt beliebige Videos dort hineinziehen und diese Videos werden dann immer gesehen in der Übersicht. Ihr könnt so viel 6 machen, als auch 12 Videos in der Ansicht. Ihr könnt sie auch untereinander tauschen. Ich finde, das ist sehr schick gelöst, geht sehr schnell und lässt sich mit nur einem Klick auf Änderung speichern realisieren. Ich gehe natürlich auf Abbrechen, denn ich habe bereits mein Design, das ich haben möchte. Auch die Playlists lassen sich ändern. Dazu geht ihr einfach in der Rasteransicht auf Playlists und dann auf Playlists anordnen. Und schon habe ich hier die Reihenfolge, die ich haben möchte, denn ich habe bereits alles so geordnet, wie ich es haben möchte. In folgender Ansicht über alle werden dann diese Playlists angezeigt. Zum Beispiel Conforce 2, Legend of Zelda, Opal of Sheikah und die Ströme der Zeit. Das ist genau das, was ich haben möchte. Insofern, ich habe eine Übersicht, ich habe ein schickes Design, ich habe meine letzten Aktivitäten mit diesen Buttons hier an diese Stelle geschoben, wo ich Ankündigungen mache. Insofern, man findet alles sehr schnell, einfach hier in diesem Fenster. Gleich auch unter die Kanalkommentare und während man
zu diesen Kommentaren herunterscrollt, kann man doch auch die Beschreibung lesen. Insofern, man findet alles sehr schnell. Ich habe überhaupt kein Problem mit diesem Design in dieser Hinsicht. Trotzdem muss ich natürlich Kritik an diesem neuen Design anbringen und ich hoffe, diese Punkte werden sich noch in der Zukunft korrigieren. Da wäre zum Beispiel der Rest der Playlists. So, das ist jetzt der Rest der Playlists, alles ab dieser Zeile, was YouTube anordnet. Zum Beispiel Let's Play SNES Timeslip. Vor 2 Tagen, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Jedenfalls geht es dann weiter mit 3 Tagen, 4 Tage, eine Woche, eine Woche, eine Woche, ein Tag. Wieso ein Tag? Die Zahlen wurden immer größer und dann ein Tag. Was bedeutet das? Ich weiß wirklich nicht, was das bedeuten soll. Nanashi war eines meiner. Hier, Nanashi? War eines meiner allerersten Projekte und ist schon vor vielen Wochen abgeschlossen worden. Ich habe auch, um jetzt mal zu Timeslip zu kommen, vor 2 Tagen keinen Kommentar erhalten. Ich weiß nicht, wofür diese Zahl steht. Vor 2 Tagen? Keine Ahnung. Es hat auch keinen Einfluss auf die Reihenfolge. Die alphabetische Reihenfolge ist das ja auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was es bedeuten soll. Wirklich keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, dann klärt mich doch bitte auf, indem ihr mir einen Kommentar unter dieses Video schreibt. Was mir sonst noch nicht gefällt, sind die Namensverstümmelungen. Noch bevor das neue Design kam, habe ich meine Videos, die ich neu hochgeladen habe, umbenannt. Öffnen wir jetzt einfach mal Uploads. Dort kann ich euch das zeigen. Jedenfalls, was ich euch zeigen wollte, sind die Namensverstümmelungen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich halte einfach mal den Cursor auf diesem Namen. Und ihr seht nichts. Es sollte eigentlich heißen Let's Play 2K 19b, Legend of Zelda, Opal of Sheikah und dann noch ein klitzekleiner Kommentar dazu. Das seht ihr nicht. Es wird nicht eingeblendet. Wie gesagt, ich habe vor diesem neuen Design meine Videos umbenannt. Ich habe die Zahlen, den Part dieser Videos an den Anfang geschrieben, damit man weiß, aha, dieser Teil ist es nun also. Alles nur für meine Zuschauer. Hätte ich das nicht gemacht, dann würde hier totale Chaos herrschen, auch für mich in der Übersicht. Und ich weiß nicht, warum die vollen Namen nicht angezeigt werden. Es wäre so einfach, das umzusetzen. Ich hoffe, YouTube wird das noch machen. Das wäre ein riesiger Sprung. Ich würde mich sehr darüber freuen. Was sonst noch ein Kritikpunkt wäre, wäre dieses kleine Fenster. Dieses klitzekleine Fenster ist in der High-Quality-Ansicht. Ich aktiviere es einfach mal. Und es bleibt in dieser Größe. Was ist denn das für High Quality, wenn ich es nicht in groß ansehen kann und trotzdem eine gute Qualität habe? Nein, ich muss erst das Video aufrufen, entweder über Kommentare, ähnliche Videos, lalalala, anzeigen, oder man klickt auf den Namen und dann wird es angezeigt. Und dann hat man seine schöne große Ansicht. Hooray! Doch leider verschwindet dann die Playlist. Wieso wird die Playlist nicht angezeigt, indem dieses Video eingebettet ist? Für mich, als derjenige, der dieses Video hochgeladen hat und in eine Playlist getan hat, warum wird diese Playlist nicht angezeigt? Nein, die wird nur in dieser Miniaturansicht, die zeige ich euch nochmal, hier angezeigt und läuft dann auch automatisch ab. Dass sie automatisch abläuft, finde ich gut. Ich fände es aber noch besser, wenn diese Ansicht auch hier in dieser riesigen, in diesem riesigen Format angezeigt werden würde. Tut es aber nicht. So, haben wir sonst noch irgendwas mehr von TrueMG? Nein, ich werde noch mal kurz auf mein Channel gehen und dann Calm Falls 2 werde es aufrufen. Und wenn ich mich jetzt nicht vollkommen verschätze, ja. Hier habe ich mein Calm Falls, Calm Falls, Calm Falls. Die Reihenfolge, ich weiß nicht, wovon die abhängt. 1, 4, 3. Na gut, macht überhaupt keinen Sinn. 1, 3, 4. Okay, das würde Sinn machen. Und dann geht's hier weiter mit irgendwas von Let's Misbehave from the Film Easy Virtue. Ich rufe es einfach mal auf, keine Ahnung. Jedenfalls scheint es ja ein ähnliches Video zu sein. Sehen wir uns mal an, was hier so unten steht. Easy, Virtue, Jessica, Timberlake, Barnes, Colin, Thomas, Kimber, Movie, was? Nichts davon steht in meinen Tags. Was hat dieses Video mit meinem Spiel zu tun?
Auch hier Let's. Ach so. Let's. Das ist der Anhaltspunkt für YouTube, dieses Video als ähnliches Video zu deklarieren. Nein, ist klar. Das hat sehr viel damit zu tun. Nein, man könnte noch andere Let's Plays mir vorschlagen, aber nein, Let's. Ja, vielen Dank, YouTube. Das macht unglaublich Sinn. Das war's von meiner Seite. Wie ihr seht, etwas Kritik, aber ich hoffe, ich habe euch auch ein klein wenig helfen können, falls ihr selbst auch noch den ein oder anderen Tipp habt, um mit dem neuen Design besser zurechtzukommen, dann kommentiert doch und denkt bitte daran, auch die YouTube-Entwickler sind auch nur Menschen. Also macht sie nicht allzu fertig. Ich bin euer TrueMG und ich wünsche euch noch sehr viel Spaß auf der super bekannten Webseite youtube.com.